Vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte und auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Sie sind alle schon sehr, sehr wach, wie man am Geräuschpegel gehört hat, eben während der Pause. Wunderbar. Thomas und Heinrich Mann waren ein ungleiches Brüderpaar. Ihr literarisches Werk kann kaum unterschiedlicher sein. Selbstredend ist es keine Seltenheit, dass sich Geschwister in familiären Konstellationen unterschiedlich entwickeln, doch legen Soziologen wie etwa Pierre Bourdieu oder in neuerer Zeit Andreas Reckwitz etwas anderes nahe. Sie gehen, wenn auch mit unterschiedlicher Stoßrichtung, davon aus, dass die soziale Herkunft in künstlerischer und in habitueller Hinsicht sehr wohl eine Rolle bei der Ausbildung etwa von Geschmacks- und Handlungspräferenzen spielt. Gerade Bourdieu hat am Beispiel der französischen Literatur und Malerei exemplarisch dargelegt, in welch hohem Maße sich zum Beispiel die Wahl des Genres und die Ausrichtung auf ein bestimmtes Zielpublikum aus der Herkunft des Autors erklären lasse. Also nicht prospektiv, dass man sagt, wenn du daher kommst, dann schreibst du so, aber rückwirkend könne man doch vieles aus der sozialen Herkunft erklären. Reckwitz hingegen unterstellt den Akteuren der sogenannten bürgerlichen Moderne, zu der er das 18. und 19. Jahrhundert zählt, also das ist ein bisschen anders, als wir Literaturwissenschaftler das machen. Also er unterstellt den Akteuren dieser Zeit eine Hybridisierung bei der Subjektbildung, wobei er unter Hybridisierung die Kopplung und Kombination unterschiedlicher Codes verschiedener kultureller Herkunft in einer Ordnung des Subjekts versteht. Also wenn man sich als Bürgerlicher bestimmte Elemente vom Adel abschaut und das sozusagen in seine eigene Persönlichkeit integriert. Das Bürgertum beanspruche in diesem Zeitraum zunehmend eine kulturelle Dominanzposition gegenüber der vormodernen Adelskultur, die ihrerseits zum konstitutiven Außen für latente Imitationsprozesse herabsinke. Damit vertritt Reckwitz eine Position, die sich in ähnlicher Form auch in der Literaturgeschichtsschreibung findet. Das lange 19. Jahrhundert gilt dominant als bürgerliches Zeitalter. Doch welche Rolle nimmt genau zu dieser Zeit eigentlich der Adel in der Literatur ein? Diese Frage bildete in einfachen Worten den Ausgangspunkt meiner jüngst abgeschlossenen Habilitation, Sie haben es schon gesagt. Gestatten Sie mir kurz ein paar Worte dazu, da es eventuell zu verstehen hilft, wieso ich überhaupt auf das Thema des heutigen Vortrags gekommen bin. Ich habe Ihnen mal die Gliederung mitgebracht und werde auch parallel zum Vortrag ein paar Folien durchlaufen lassen. Die sind aber nicht zwingend notwendig zum Verständnis des Vortrags. Ich habe mir aber gedacht, für all die Augenmenschen unter Ihnen ist es vielleicht hilfreich zu sehen, wo wir uns immer gerade befinden. Ansonsten die Ohrenmenschen, um in dieser Diktion zu bleiben, können auch getrost woanders hinschauen. Also ich stelle kurz das Forschungsthema Adel in der Literatur vor, komme dann darauf zu sprechen, wieso die Brüder Mann und ihre beiden Romane Königliche Hoheit und Der Untertan aus literatursoziologischer Sicht einen Glücksfall darstellen. Ich komme dann in einem großen Abschnitt zu den beiden Romanen Königliche Hoheit und Den Untertan. Und im vierten Punkt, ganz, ganz kurz, würde ich gerne zwei Erklärungsansätze zur Diskussion stellen und dann bin ich auch schon fertig und komme zum Fazit. Erster Punkt, Adel in der Literatur. Als Forschungsthema. Das Phänomen Adel in der Literatur ist bislang nur marginal untersucht worden. Da wir von den Veranstaltern dieser Tagung bzw. Von beiden Gesellschaften darum gebeten worden sind, als Referenten auf lange Forschungsberichte zu verzichten, unterbleibt an dieser Stelle der Beleg dieser Behauptung. Der Titel der Habilitation Adel in der Literatur ist bewusst mehrdeutig gewählt, denn in den Blick gelangen sowohl Schriftsteller aus der Sozialformation Adel wie auch nichtadlige Schriftsteller, die über Adel schreiben. Das heißt, in deren Werken zum Beispiel zentrale Figuren Adlige sind und oder deren Handlung in der adligen Welt angesiedelt ist. Das ist so eine Minimaldefinition. Was zunächst den Eindruck des Marginalen erwecken mag, hatte sich rasch als überaus ergiebiges Forschungsfeld erwiesen, denn zentrale Autoren und Werke gelangen in den Blick,
die unzweifelhaft zur sogenannten Höhenkamm-Literatur zählen und deren Verfasser als hochgradig kanonisiert gelten. Zu nennen sind zum einen adlig geborene Autoren wie Josef von Eichendorff, Annette von Droste-Hülshoff, Adelbert von Chamisso, Heinrich von Kleist und Eduard von Kaiserling, um nur die bekanntesten zu nennen. Und ich bin mir sicher, in Ihrem Geiste werden jetzt noch viele weitere Namen aufploppen, nicht nur aus der deutschen Literatur, sondern auch, wenn Sie an Tolstoi denken, wenn Sie an Esterhazy denken, wenn Sie an Lampedusa denken. Wir haben sehr, sehr viele adlige Schriftsteller, die aber in der Regel nicht, bei deren Betrachtung aber nicht in den Blick gerät, dass sie Adlige sind. Und zum anderen ist der Adel auch in zentralen Werken der deutschsprachigen Literatur überaus präsent und nimmt eine zentrale Rolle ein. Zu denken ist an Goethes Wahlverwandtschaften, Stifters Nachsommer oder Fontanes Stechlin, aber auch an Eichendorffs Ahnungen und Gegenwart. Das heißt, wir haben Adlige, die über Adel schreiben, wir haben aber auch Nicht-Adlige, die über Adel schreiben und wir haben Adlige, die überhaupt nicht über Adel schreiben. Also allein dieses, ich gebe es zu, Name-Dropping dürfte genügen, um zu demonstrieren, wie ergiebig das Forschungsfeld ist. Allein ich selbst habe eine relativ enge Auswahl getroffen, die an dieser Stelle aber nicht interessieren soll, sondern ich möchte nur so viel vorab verraten. Der Adel besaß offenkundig, trotz der vermeintlichen Verbürgerlichung, weiterhin innerhalb und außerhalb der Literatur eine enorme Strahl- und Beharrungskraft. Anders ist es nicht zu erklären, dass zentrale und sehr positiv gezeichnete Figuren in der Literatur aus dem Adel stammen und es auch im realen Leben zahlreichen Adligen gelang, oben zu bleiben, wie es der Historiker Rudolf Braun nennt. Gleichzeitig zeigt sich, dass es seitens adliger wie nicht-adliger Autoren gute Gründe gab, den Adel zu kritisieren. Und wenn vielleicht auch nicht für seine Abschaffung, so doch aber zumindest für seine grundlegende Erneuerung zu plädieren. Der folgende Vortrag versteht sich als der Versuch, dieses Forschungsgebiet probehalber auf die Brüder Mann auszuweiten. Sich mit dem Adelsbild in königliche Hoheit und dem Untertan zu beschäftigen, bietet sich allein deshalb an, weil schon die jeweiligen Titel eine Beschäftigung mit der Adelsthematik nahelegen. Beide Romane sind zu einer Zeit entstanden, als es den Adel als Stand und die Monarchie als Regierungsform noch gab. Als die beiden Werke erschienen, Königliche Hoheit im Jahr 1909 und Der Untertan bereits 5 Jahre später im Jahr 1914 beziehungsweise dann in Buchform 1918, gab es bereits eine lange öffentliche Diskussion über die Zukunft und Zukunftsfähigkeit des Adels. Schon seit dem späten 18. Jahrhundert oder spätestens seit dem späten 18. Jahrhundert wurde wiederholt von adligen wie nicht adligen Akteuren in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlicher Stoßrichtung und in immer wieder neuen Wellen darüber diskutiert, welche Rolle der Adel gegenwärtig und künftig spielen soll und wer oder was gegebenenfalls an seine Stelle treten möge. Also es ist immer einfach, etwas abzuschaffen und zu sagen, das muss weg. Viel schwieriger ist aber die Frage zu beantworten, was stattdessen kommen soll. Die historische Adelsforschung hat diese Debatten schon gut aufgearbeitet. Allein seitens der Literaturwissenschaft fehlen noch Studien, die sich der Rolle der Literatur bei der Entstehung, Modifikation und Multiplikation bestimmter Adelsbilder widmen. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Während des 19. Jahrhunderts lassen sich 2 komplementäre Entwicklungen im gesellschaftlich-kulturellen Leben wie im politischen Bereich beobachten. Zum einen gab es einen medial befeuerten Adelskult, der seinen Ausdruck darin fand, dass Herrscherbildnisse in großer Stückzahl produziert und verbreitet wurden, dass die öffentlichen Auftritte des Herrscherhauses zu großen öffentlichen Ereignissen wurden und dass es in zahlreichen Zeitschriften umfassend über den Adel berichtet wurde. Gleichzeitig gab es immer lauter werdende Stimmen der Adelskritik, die bekanntermaßen 1848 in Deutschland in der sogenannten 48er-Revolution mündeten
Und dass es 1918 erneut so weit kommen sollte, konnten die Brüder Mann zwar nicht wissen, wohl aber angesichts der erstarkenden Arbeiterbewegung und der sich zuspitzenden sozialen Konflikte durchaus erahnen. Also ich spreche jetzt aus der Zeit, während sie diese Romane geschrieben haben. Aus literatursoziologischer Perspektive liegt bei den Brüdern Mann ein Glücksfall vor, denn zentrale Parameter sind nahezu identisch. Erstens, die gleiche soziale Herkunft der Verfasser. Stammen sie doch beide bekanntermaßen aus einer sozial angesehenen Kaufmannsfamilie, der Hansestadt Lübeck. Zweitens, wählen beide mit der Romanform die gleiche Textgattung und sind die beiden Romane auch ähnlich umfangreich. Das heißt, sie dauern ungefähr genauso lang, bis man sie gelesen hat. Drittens, eine zeitlich nah beieinander liegende Entstehung und Veröffentlichung. Viertens, gemessen an den Verkaufszahlen und Neuauflagen ein ähnlich großer Erfolg beim Publikum, wenn auch der Erfolg von Königliche Hoheit exorbitant groß war, was die Verkaufszahlen anbelangt und die Auflagenzahl. Und fünftens lebten beide Verfasser zu dieser Zeit weitgehend in Deutschland und hatten folglich die gleichen Möglichkeiten der zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Radikalisierungen auch hinsichtlich der Adelsfrage gewahr zu werden. Stärker formuliert, es war zu dieser Zeit kaum möglich, über Adel zu schreiben, ohne sich nicht der Diskussionen um den Adel bewusst zu sein. Da, um mit Bourdieu zu sprechen, das literarische und politische Feld in Wechselwirkung zueinander stehen und zu beiden Seiten hin als durchlässig zu denken sind, stellt zum Beispiel auch eine Nicht-Thematisierung der Adelskritik eine Art der Positionierung dar. Einfacher gesagt, Literatur entsteht nicht in einem hermetisch abgeschlossenen Raum, sondern das, was in anderen Bereichen diskutiert wird, kann in vielfältiger Weise in der Literatur adaptiert, variiert, modifiziert und vor allem reflektiert werden. Literatur lebt geradezu von diesem Aufgreifen von Themen aus anderen Feldern. Für Werke der sogenannten Höhenkammliteratur scheint es geradezu ein Garant zu sein, auch weiterhin kanonisiert zu bleiben, wenn sie auf vielfältige Weise Diskurse ihrer Zeit ästhetisch fruchtbar gemacht haben, da dies Generationen von Literaturwissenschaftlern die Möglichkeit gibt, immer wieder Neues, noch nicht Gesehenes zu entdecken. Dass es sich bei den Brüdern Mann um zentrale Autoren der deutschsprachigen Literatur handelt, darf als unzweifelhaft gelten. Im Umkehrschluss wäre dann aber zu erwarten, dass sie in ihren Romanen mit einem differenzierten Adelsbegriff aufwarten. Das aber scheint nicht der Fall zu sein. Und damit komme ich zu den Gegenlektüren. Man könnte es auch klassischerweise einen Vergleich nennen zwischen Königlicher Hoheit und dem Untertan. Vergegenwärtigen wir uns zunächst nochmal, worum es in den beiden Romanen geht. Die folgenden Zusammenfassungen sind aus adelszentrierter Perspektive formuliert. Also Sie selbst würden diese Romane vielleicht anders zusammenfassen, aber durch diese Brille betrachtet könnte man die Romane folgendermaßen zusammenfassen. Thomas Manns Königliche Hoheit handelt von einem fiktiven Adelsgeschlecht in einem ebenso fiktiven Städtchen namens Grimburg. Benannt ist die Kleinstadt nach der gleichnamigen Burg, die zugleich den Stammsitz des regierenden Herzoghauses bildet, das dort seit 15 Generationen ansässig ist und damit zum absolut alten Adel gehört. Ja, je weiter man seine Familie zurückführen kann, desto höher der Rang innerhalb des Adels. Dazu könnte ich jetzt sehr viel zu sagen, aber 15 Generationen ist schon sehr lang. Der Romantitel erklärt sich dadurch, dass gemäß den Anredekonventionen innerhalb des Adels nur die Kinder und Geschwister von Königen, wie auch die Kinder bzw. Thronfolger in einzelnen Großherzogtümern mit königlicher Hoheit angeredet werden. Diese Anrede ist gewissermaßen ein Privileg, das nur ihnen gebührt. Im Mittelpunkt des Romans steht der junge Großherzog Klaus Heinrich, der ähnlich wie Kaiser Wilhelm II. Von Geburt an körperlich mit einem wachstumsgeschwächten Arm versehrt ist. Als sein älterer Bruder Albrecht II. Krankheitsbedingt seinen Aufgaben als Thronfolger nicht mehr nachkommen kann oder möchte, muss der Jüngere die Repräsentationspflichten des Älteren als seinen Stellvertreter übernehmen, so schwer es ihm auch fällt. Der Roman handelt davon, wie er sich mit der ihm zugewiesenen Aufgabe arrangiert, wozu auch der Erhalt und die Konsolidierung des finanziell stark angeschlagenen Adelshauses gehört.
Klaus Heinrich löst dieses Problem, indem er am Ende des Romans, Sie wissen es alle, mit Imma Spülmann die Tochter eines überaus vermögenden amerikanischen Millionärs heiratet und darüber hinaus zudem noch sich geliebt fühlen darf. In Heinrich Manns Untertan heiratet der Protagonist zwar ebenfalls am Ende des Romans, doch stammt Diederich Hässling nicht aus dem Adel, wie man schon an seinem Namen sofort erkennen kann. Auch wenn die Handlung weitgehend in der fiktiven Kleinstadt Netzig spielt, ist die Hauptfigur als typischer Untertan im wilhelminischen Deutschland gezeichnet und als solches erkennbar. Nach seinem Studium in Berlin, währenddessen er Mitglied in einer schlagenden Burschenschaft wird, kehrt er nach dem Tod seines Vaters in seine Heimatstadt zurück, um dort die väterliche Papierfabrik weiterzuführen und durch die Gründung einer sogenannten Partei des Kaisers Kommunalpolitik zu betreiben. Er macht sich für die Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals stark und geht als Arbeitgeber rigoros gegen seine Belegschaft vor, so wie sie sich in seinen Aufgaben einer Mitgliedschaft in der Sozialdemokratie oder überhaupt in der organisierten Arbeiterschaft verdächtig macht. Als Student ist er zum Zeugen von Arbeiteraufständen geworden. Umtriebe dieser Art möchte er seitdem im Keim ersticken. Er glaubt, stets im Sinne des Kaisers zu handeln, auch wenn er selbst nicht zum Soldaten taugt und sich vorzeitig unter fadenscheinigen Erklärungen ausmustern lässt, danach aber stets das Soldatische als Kerntugend des Mannes hervorkehrt und auch seine Ehe als Institution zur Erzeugung neuer Soldaten für den Kaiser versteht. Eine der vielen bitterbösen Pointen des Romans. Was zunächst kaum Gemeinsamkeiten erkennen lässt, zeigt auf dem zweiten Blick eine Reihe von Adelsthemen, die in beiden Romanen gleichermaßen aufgerufen werden, die aber textintern ganz unterschiedlich bewertet werden. Ich komme zum ersten Punkt, Hochzeit zwischen Adel und Bürgertum. Das zentrale Handlungselement in Thomas Manns Königliche Hoheit ist die Hochzeit zwischen altem Adel und großbürgerlichem, ich nenne es mal Geldadel. Zwar gibt es anfangs einige Hürden, die zu überwinden sind, doch wendet sich am Ende alles auf geradezu märchenhaft überzeichnete Weise zum Besten. Nicht ohne Grund hat Thomas Mann seinen Roman als, Zitat, Versuch eines Lustspiels in Romanform genannt, Zitat Ende, ist doch für Lustspiele das kaum für möglich gehaltene Happy End typisch. Geradezu kitschig wirkt es, wenn sich am Ende die Weissagung der sogenannten Zigeunerin bewahrheitet, dass einer mit einer Hand kommen werde, der dem Land zu Wohlstand verhelfen werde, frei nach dem Motto, die Schwächsten, weil körperlich Versehrten, werden die Stärksten sein, und der stets nach Moder duftende Rosenstock in den Schlossvorhof der Eremitage versetzt wird, in der festen Hoffnung, dass er doch nun zu duften beginnen werde. Im Untertan indes zerschlagen sich die Hoffnungen Hässlings, seine Schwester Emmy mit Leutnant von Brietzen zu vermählen. Am Ende kann er sich glücklich schätzen, wenn sie überhaupt einmal vom ansässigen Adel zum Tee eingeladen wird. Zweiter Punkt, Hochzeiten innerhalb des Adels. Klaus Heinrichs nicht erbberechtigte Schwester Dietlinde heiratet einen mediatisierten Adligen. Das heißt, einen Adligen, der zwar noch seinen Adelstitel führen darf, aber im Zuge des sich vollziehenden Staatenbildungsprozesses seiner sämtlichen Privilegien und Rechte enthoben worden ist. Hermann von Pückler-Muskau ist auch so ein entrechteter Adliger und seine ganzen Gartenkunstbestrebungen und auch seine Reiseschriftstellerei können als Form des Ausgleichs betrachtet werden. Also Dietlinde heiratet eben genauso einen mediatisierten Adligen. Da sie aus einem regierenden Herrscherhaus stammt, heiratet sie folglich aus adliger Perspektive sozial nach unten. Doch wird diese Deklassierung durch sein enormes Vermögen ausgeglichen, das beiden ein sorgenfreies Leben in Luxus ermöglicht. Im Untertan indes gibt es eine dichtende Gräfin, die mit der Wahl des einfachen Landadligen von Vulkow ebenfalls innerhalb des Adels nach unten geheiratet hat. Dass ihre Ehe nicht glücklich ist, lässt ihr selbst verfasstes Theaterstück erkennen, das in Netzig aufgeführt wird. Während der Aufführung gesteht sie Hässling in einem schwachen Moment, dass die Darstellung unglücklicher Eheschließungen autobiografische Elemente enthalte. Kurz gesagt,
Im Untertan gibt es keine märchenhafte Verbindung zwischen Menschen, weder zwischen Adel und Bürgertum, noch und schon gar nicht innerhalb des Adels. Komme ich nun zum dritten Punkt, Adels- oder Herrscherverehrung. Im Roman Königliche Hoheit wird mehrfach von der unverbrüchlichen Verehrung des Herrscherhauses erzählt. Wo immer sich Klaus Heinrich zeigt, wird er bejubelt. Ihm schlägt, so erklärt es die Erzählinstanz, vor allem deshalb so viel Sympathie entgegen, weil er sich stets von klein auf darum bemüht hat, den Menschen Freude zu bereiten. Auch die Adligen am Hof, allen voran Herr von Knobelsdorf, handeln so, wie es für das Herrscherhaus das Beste ist. Und auch Klaus Heinrichs Lehrer, Dr. Überbein, bemüht sich nach Kräften und auf geradezu rührende Weise, seinem Schützling die Ausfüllung seines hohen Berufs verständlich und dadurch leichter zu machen. Ganz anders gestaltet sich die Herrscherverehrung im Untertan. Hesslings unbedingter Wille, dem Kaiser nahe zu sein und ihm nach Möglichkeit Aug in Auge zu begegnen, lässt ihn wiederholt als geradezu komische Figur hervortreten. Das eine Mal in Berlin landet er im Matsch, das andere Mal in Rom wird er zur Witzfigur der Lokalpresse, weil er ein angebliches Attentat verhindert zu haben glaubt, was sich aber als gänzlich harmlos herausstellt. Diese Begegnungen der besonderen Art sind jeweils wie in einer Art Klimax ans Ende eines Kapitels gesetzt und bilden beißende Pointen auf Hesslings untertanen Gebaren. Anders als Hessling, der all sein Handeln als Dienstherr, Lokalpolitiker und Ehemann in den Dienst des Kaisers zu stellen glaubt, kümmert sich der übrige Adel im Roman vor allem um seine eigenen Interessen und wird als hochgradig machtorientiert dargestellt. Eine zentrale Adelsfigur im Roman ist der bereits erwähnte Otto von Vulko, also der Ehemann der schreibenden Gräfin, der als Regierungspräsident in Netzig das höchste politische Amt innehat. Vulko nutzt schamlos seine Kontakte als Regierungspräsident dazu, Grundstücksverkäufe und lokalpolitische Veränderungen stets so zu lenken, dass sie entweder ihm oder seinen Standeskollegen zu nutzen, wie etwa dem Rittergutsbesitzer von Quitzin, seinem Vetter. Am Ende wird Hessling geradezu zum Opfer einer Intrige unter Adligen, da er von einem Mittelsmann Vulkos zum Verkauf seines Grundstücks erpresst wird. Also er glaubt die ganze Zeit noch, jetzt hat er es geschafft, er verhandelt mit dem Regierungspräsidenten und dann erweist es sich als großgestrickte Intrige oder als Falle, in die er wunderbar reingetappt ist. Von einer Annäherung oder gar von einer Verbindung zwischen Adel und Bürgertum kann also im Untertan keine Rede sein. Es ließe sich noch mehr und auch Detaillierteres zur Adelsvorstellung und auch zu den semantischen Verschiebungen im Zusammenhang mit Adel in Bezug auf beide Romane sagen. Nicht in Frage gestellt werden soll, dass in Königliche Hoheit Thomas Manns kurz zuvor geschlossene Ehe mit Katja Pringsheim sowie die für sein Werk typische Künstlerthematik eine Rolle spielen, dies umso mehr, als sich Letzteres aus seiner Sicht mit der Idee des Repräsentierens verbinde. Liest man indes den Roman ohne diese autobiografische Kontextualisierung, gelangt man zu dem Befund, dass der Adel in Königliche Hoheit bis auf ganz wenige Gegenfiguren, wie zum Beispiel die adligen Schulkameraden auf Schloss Fasanerie, überaus positiv dargestellt wird, während das Adelsbild im Untertan dem diametral entgegensteht. Der Adel in Königliche Hoheit ist zwar finanziell am Ende, doch findet sich am Ende doch ein Weg, um bestehen zu können und mehr noch gestärkt hervorzugehen, hat doch das Großherzogtum durch die Vermählung der jungen Königlichen Hoheit mit Imma Spöhlmann zusätzlich an Popularität gewonnen. Umgekehrt ist es im Untertan. Hier wird der Adel eigentlich schon hinlänglich bedroht durch Arbeiteraufstände in Berlin und sich ankündigende Proteste in der Provinz. Doch noch immer sitzt der Adel fest im Sattel und zieht die Fäden der Macht. Beide Romane enthalten also ganz typische Handlungselemente, wie sie häufig im Zusammenhang mit Adel in der Erzählliteratur begegnen. Doch werden sie völlig anders literarisch gestaltet. In Königliche Hoheit wird auf fast kritiklose Weise die Perspektive eines kleinen, krisengeschüttelten regierenden Adelshauses eingenommen, während der Untertan mit Dietrich Hessling auf das kleinstädtische Bürgertum fokussiert, das auf überaus fragwürdige Weise sozial und politisch nach mehr Einfluss strebt.
Während die Erzählinstanz in königlicher Hoheit stets darum bemüht ist, Sympathien für den jungen Großherzog Klaus Heinrich und sein Leiden an der Lieblosigkeit seiner Mutter und der Anstrengung des öffentlichen Sich-Zeigens zu erwecken, dominiert im Untertan das satirische Sezieren hässlicher Gedanken und Verhaltensweisen, beispielsweise gegenüber Frauen und jüdischen Mitbürgern im Modus des Showings. Wie ist nun dieser Befund zu erklären? Bourdieus Modell trägt, wie gesagt, in diesem Fall wenig bis gar nichts zur Klärung bei. Denn die gleiche soziale Herkunft bietet keinen Anhaltspunkt, um die unterschiedlichen Präferenzen der beiden Brüder hinsichtlich der Stellung des Adels zu erklären. Gestatten Sie mir nun im letzten, wie gesagt, kurzen Abschnitt meines Vortrags dazu zwei Vorschläge zur Diskussion zu stellen. Zum einen ist denkbar und möglich, dass über die unterschiedliche Behandlung der Adelsthematik in beiden Romanen etwas ausgehandelt wird, das außerhalb des Adels angesiedelt ist, nämlich das schon während dieser Tagung mehrfach angesprochene Verhältnis der Brüder Mann zueinander. Helmut Koopmann hat in seiner verdienstvollen Doppelstudie zu den Brüdern Mann das spannungsreiche Verhältnis beider Schriftsteller zueinander untersucht. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, den Untertan als Antwort auf den Roman des Bruders zu lesen. Schon die Wahl der Romantitel legt das letztlich nahe, ist doch eine königliche Hoheit nicht ohne Untertanen denkbar, das eine die Kehrseite des anderen. Thomas Mann hatte schon mit den Buddenbrooks großen Ruhm erlangt, mit königliche Hoheit war ihm ein riesiger Publikumserfolg gelungen. Die Verkaufszahlen waren immens und dürften auch damit zu erklären sein, dass im wilhelminischen Deutschland Adel als Thema offenbar ein großer Pull-Faktor war, um großes Interesse seitens des Lesepublikums zu wecken. Der Bruder scheint darauf mit einem Roman zu antworten, der mit allem, was der Roman Königliche Hoheit an verklärten und verklärenden Adelsvorstellungen enthält, gründlich aufräumt und zudem mit einer Erzählinstanz aufwartet, die auf knapp 500 Seiten über den Adel und seine Untertanen ätzt. Das ist nicht sehr literaturwissenschaftlich ausgedrückt, aber manchmal muss man es auch stark ausdrücken. Ich möchte an dieser Stelle nicht so weit gehen und über die Schreibmotivation und politische Intention Heinrich Manns spekulieren. Doch gerade die große zeitliche Nähe zwischen beiden Romanen lässt es als nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen, dass die schonungslose Zeitdiagnose im Untertan auch von persönlichen Affekten gegenüber dem Bruder zumindest mitgetragen wird. Dies umso mehr, als Thomas Mann in seinem Roman teilweise wortwörtlich aus einem Brief Heinrichs an ihn zitiert hat und der ältere Bruder, beides hat eben Helmut Koopmann schon völlig überzeugend dargelegt, der ältere Bruder im Roman abdanken muss und das dürfte vielleicht kein Zufall sein. Sollte Heinrich Mann dies als Botschaft an ihn verstanden haben, könnte der Untertan als seine literarische Antwort gelesen werden. Wie gesagt, das ist der erste Vorschlag. Der zweite kommt jetzt. Dies erklärt aber noch nicht, warum beide Brüder überhaupt über Adel geschrieben haben und warum im positiven wie negativen Sinn auf so polarisierende Weise. Vergleicht man die Adelsdarstellung in beiden Romanen etwa mit dem 1898 erschienenen Stechlin von Fontane, sticht umso mehr hervor, wie wenig ausgewogen und um Synthesen und Differenzierungen bemüht beide Romane daherkommen. Was Fontane noch im Rahmen eines einzigen Romans an konträren Positionen überaus differenziert gegeneinander setzt, fällt bei den Brüdern Mann gewissermaßen in zwei Romane auseinander. Der eine verherrlicht, der andere verteufelt den Adel. Stark pointiert macht der eine aus dem Adel eine rosarote Märchenwelt, der andere zeigt die hässliche Fratze des Untertanengeistes. Auch wenn die folgende Sichtweise etwas aus der Mode gekommen ist, wofür es auch gute Gründe gibt, wäre dennoch der Vorschlag, die äußeren Zeitumstände wieder stärker in Anschlag zu bringen, unter denen beide Romane entstanden sind. Offenkundig hat sich in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die politische Situation so stark radikalisiert, war die Frage nach dem Wohl und Weh des Adels so stark politisch aufgeladen, dass kein Platz mehr für Differenzierungen blieb. Ein typisches Krisenphänomen, so möchte ich meinen, das bei der Interpretation beider Werke auch mit zu berücksichtigen wäre. Vor diesem Hintergrund sind beide Romane als Ausdruck einer überaus aufgeheizten öffentlichen Debatte über den Fortbestand des Adels als Adel zu werten.
Und damit komme ich zum Schluss. Bleibt am Ende dieser zugegebenermaßen noch recht schlaglichthaften Betrachtung beider Romane festzuhalten, dass offenkundig das Adelsthema in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in erhöhtem Maße polarisierte. Wir befinden uns in einer Zeit, die sich insbesondere für den Adel als eine Art Schwellenzeit erwies, in der noch völlig unklar war, was aus ihm politisch wird. Eines jedoch zeigen beide Romane: die enorme Strahlkraft, die nach wie vor von dem Adel ausgeht, überträgt sich auch auf die Literatur und deren Rezeption. Anders sind die hohen Verkaufszahlen beider Romane nicht zu erklären. Die zunehmende Zuspitzung der öffentlichen politischen Debatten macht auch vor der Literatur nicht Halt. Selbst innerhalb einer Familie, in diesem Fall die der Brüder Mann, zeigt sich das Spannungsfeld der Zeit. Allein der starke Kontrast zwischen den Adelsbildern in Königliche Hoheit und im Untertan zeigt bereits im Vorhof der 1980er Revolution die Virulenz und Brisanz des Themas. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus